Moin Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und wir sind hier bei Sascha Vernünftig, eure Videos mit der Folge 341. Kurz die Auflösung vom letzten Video, wie viel ist Schrittgeschwindigkeit? Ihr habt ganz, ganz fleißig geantwortet. 4 bis 7 km/h ist Schrittgeschwindigkeit. Ich würde sagen, liebe Freunde, nicht lang schnacken, es geht wieder los. Bitteschön. Eure Videos. Tag Gemeinde, willkommen zu Folge 341. Ach, wenn ich schon wieder lese, dass das Video Auffahrtsschleicher heißt, ne? Ey, dann bin ich's doch schon leid, aber... Das Schild merken wir uns mal. Dieses Schild bedeutet Kraftfahrstraße. Kraftfahrstraßen sind Autobahnbau ähnlich. Das ist nun mal so ein Hinterkopf. Und dann aber letzte Folge, ich will es nicht schon wieder so ausführlich erzählen. Gas geben, das ist das Wichtigste. Allerdings ist er hier noch eine ganz andere Marke. Er schafft es ja nicht mal richtig aufzufahren. Der guckt da irgendwie halbe rum und ach, das ist alles so zum Weglaufen. Dann noch über die durchgezogene Linie, so halb rüber. Der weiß doch überhaupt nicht, wo er hin will. Jetzt hub doch mal. So, dem hast du es aber gegeben. Das Ding ist ja, es ist ja kein Einfädelungsstreifen. Das ist ja eine Spur für sich, die jetzt gleich zur Rechtsabbiegespur wird. Heißt also, er muss jetzt gar nicht links rüber. Er kann auf dieser Spur bleiben. Wie gesagt, es ist keine Auffahrt. Und was Benny jetzt macht, ich habe gesagt, merkt euch bitte, das ist eine Kraftfahrstraße, Autobahn, bauähnlich. Dort zählt auch, genau wie auf der Autobahn, dass ich von rechts nicht überholen darf. Boah, macht bloß weg hier, ey. So. Und wenn jetzt er hier auch geblieben wäre vor uns auf der rechten Spur, hat er alles richtig gemacht, weil das ist eine Spur für sich. Es ist keine Auffahrt. Und da hätte Benny dann selber links rüber und ihn dann überholen können. Okay, jetzt hat er vor uns hin und her und er wusste nicht ganz genau wohin. Aber an sich muss er nicht rüber auf die mittlere. Y-Food, die fertige Mahlzeit zum Trinken. Da ist alles drin, was du brauchst, hält 3 bis 5 Stunden satt und ist vor allem für stressige Tage gut geeignet, wo man keine Zeit hat, sich was zu essen zu machen. Gibt's übrigens auch als Pulver zum selber anrühren für einen noch günstigeren Kurs. Mahlzeit. Wir kommen hier in eine Baustelle, die war auch vor dem Tunnel schon angekündigt und Kiran und Trust wollen auf jeden Fall jetzt an diesem PKW da vorne vorbei, aber sie vermuten, ist der voll oder was? Also gelbe Markierungen heben die weiße Markierung auf und er fährt genau auf 2 Spuren. 2 Möglichkeiten. Er macht es unbewusst oder der versteht die gelbe Markierung nicht. Denkt euch jetzt mal die gelbe Markierung einfach weg. Es gibt jetzt keine gelbe Markierung. Und schaut mal, wie er jetzt ohne gelbe Markierung fährt. Jetzt an diesem PKW da vorne vorbei. Konzentriert euch nur auf die weiße Markierung. Aber sie vermuten, ist der voll oder was? Ja, was macht er denn? Unsere beiden haben aber auch noch ein Auto hinter sich und das denkt sie... Kann das sein, dass er die gelbe Markierung nicht versteht und versucht immer noch, sich an die weiße Markierung zu orientieren, um in seiner Spur zu bleiben? Ja, nee. Also so kommen wir nicht weiter. Da muss man mal ein bisschen mehr Druck machen. Und so fährt er an unserer Kamera vorbei und guckt doch da vorne erstmal mal genau nach, was da überhaupt los ist. Ja, rechts überholen, dann noch Druck machen und. Wir machen ja auch schon Lichthupe anscheinend hier. Ja, das weiß ich natürlich auch nicht. Ne? Nötigung ist das Lichtauffahren und Lichthupe machen natürlich jetzt auch da und so weiter. Aber ist es nicht genauso Nötigung, wenn man auf 2 Spuren fährt? Nötigung kommt nicht nur von hinten nach vorne, sondern von vorne nach hinten kann auch Nötigung sein. Ne? Ausbremsen, blockieren, behindern und so weiter. Das ist in der Tat, ist das Nötigung, ja. Wenn es LKW machen, dann kriegen die auch einen auf den Sack. So, jetzt taucht plötzlich rechts auf der rechten Spur jemand auf. Jetzt kann das natürlich sein, dass er jetzt versteht, ey, warte mal, irgendwas ist doch hier falsch. Die halten sich hier alle an dieser komischen gelben Markierungen. Vielleicht sollte ich das auch tun. Weil es dann heißt, was weiß ich, was es heißt. Alter, was fährt er sich das zusammen? Ja, besser so. Wie? So, jetzt fährt er rüber. Kann er Spur halten? Verstehe ich nicht. Ah, schwierig, weil so lost kann man ja nicht sein. Ich glaube, der hatte wirklich Probleme mit den Spuren. Gelb, weiß, Markierungen, an was soll ich mich jetzt hier halten? Schön, wie ich schon den Puls spüren kann, als Anja und Matthias mir diesen Brief geschrieben haben da, ne? Zu dämlich, einfach zu dämlich. Hier, schickes Video, wo sich jemand einfach nicht richtig einfädeln kann. Kurze Erklärung, Anschlussstelle ist 5-spurig. 5. Spur fällt ja laut Schildern in wenigen 100 Metern weg.
Der Unfallverursacher ist aber auf der vierten Spur, die geht ja noch 700 Meter zum Unfallzeitpunkt. Im Dezember waren 25 Mitglieder der Ich hab doch geblinkt. Das ist doch das internationale Zeichen für ich rutsch jetzt rüber. Zieh doch zu und lass mich doch rein. So nach dem Motto, ja. Der LKW wird's schwierig haben, diesen Autofahrer zu sehen. Ganz einfach. Und es wird knallen. Jawohl. Tank. Bam. Schön und weiter rein. Im Text. Aber nein, man muss sich ja in der übelsten Minilücke weit vor dem Reißverschlussverfahren sowieso nicht eingehalten, vor einen LKW reindrängen. Auf der Autobahn gibt es kein Reißverschlussverfahren auf dem Einfädelungsstreifen/Auffahrt. Wird nicht angewendet. Auch bei Stau und so weiter. Ja, man fährt vor, bis der Einfädelungsstreifen aufhört. Aber man darf sich dort nicht auf das Reißverschlussverfahren verlassen. Natürlich machen wir es trotzdem, weil es ist partnerschaftlich. Ja, wir wollen den anderen ja natürlich helfen, besser auf die Autobahn drauf zu kommen. Aber rein rechtlich gibt es kein Reißverschlussverfahren auf Einfädelungsstreifen. Einfach zu dämlich. Ja, und jetzt einfach mal eine Lücke nehmen und dann da rein sich reinquetschen. Aber also wie gesagt, Sascha hat absolut recht. Man hätte hier auf dieser Spur ruhig noch weiterfahren können, ja, und sich eine schönere Lücke suchen können. Oder halt blinken und gucken, lassen Sie mich auch wirklich rein. Lässt der LKW mir eine ausreichende Lücke? Aber nicht so, der sieht mich jetzt, was er nicht getan hat wegen toten Winkel. Und ich fahre jetzt rein. Jetzt muss er aktiv werden und abbremsen und mich reinlassen. Funktioniert ihr euch leider. Über aufregen könnt, so nach dem Motto, der LKW-Fahrer hat extra Gas gegeben und sowas. Vielleicht hat er nur Gas gegeben, um im Stau wieder mitzuschwimmen, weißt du? So eine LKW-Fahrer... Wüsste man nicht ganz genau, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er ihn gesehen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Als würde er Vollgas geben. Das ist halt so. Sascha, du nimmst immer die LKW-Fahrer in Schutz. Schnauze. Doppelt hält besser? Nein, M&M sagt, doppelt nötigt besser. Und ohne mal zu blinken, oder? Blinkt er denn zumindest? Warte, ich muss noch mal zurück. Ja, ganz kurz. Okay, alles klar. Beim Einlenken dann gleichzeitig blinken, das bringt ja auch nichts. Macht keinen Sinn. Beim Spurwechsel blinken, Blödsinn. Genau dasselbe beim Spurwechsel einen Schulterblick machen. Man macht das alles vorher. Richtig schön ausgebremst, sehr schön. Was war das mit doppelt? Oh, er blinkt. Und gleich der Nächste. Was ist denn heute los? Und wieder das Ding, ich blinke doch, du siehst doch, dass ich rüber will, also werde aktiv. Lass mich jetzt gefälligst hier rein. So, fährt jetzt nur noch das Taxi? Dann wäre es perfekt. Da, habt ihr gesehen, kommt schon rüber, schon Blinker an. Ja, herrlich. Wir sitzen hier bei Chaosmeister. Okay, interessanter Name für einen Autofahrer und ja, schauen wir mal. Macht euch hier mal mit der Kreuzung vertraut, wer... Okay, machen wir ganz kurz. Wenn ich rechts abbiegen will, muss ich hier abbiegen. Okay, hier kann ich ja, links wo abbiegen. Wo hinfahren muss, damit er dahin kommt. Das ist schwierig. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wirklich schwierig. Also hier ist ein Linksabbiegepfeil. Und die Schilder sagen uns aber bitte geradeaus. Hier vorne kannst du links abbiegen. Hier noch nicht. Normalerweise gibt es da andere Pfeile. Gehen so leicht rum. Die sagen dir, ja, du bist auf eine Linksabbiegespur, aber hier bitte noch nicht. Fahr mal eins weiter und dann darfst du links abbiegen. Weil das irritiert dir richtig. Also wenn ich das Schild jetzt hier nicht wahrnehme, denke ich, würde ich auch denken, okay, ich kann hier rein. Spätestens hier, wenn ich das Durchfahrtsverbotsschild sehe, merke ich, okay, ich bin blöd hier. Weil das hätte ich anders markiert, ganz ehrlich. Kommt, wo er hin will. Und hier sagt mir das Schild wieder, hier darfst du jetzt abbiegen. Der Wegweiser sagt mir das auch. Und nun gucken wir mal auf diesen weißen BMW, der abbiegen will, aber eine ganze Kreuzung zu früh, leider. Mit dem Licht drumherum ist es ein richtig starker Wo will der hin? Gegengesetzt? Wenn er nicht ortskundig ist, wundert mich das nicht. Dieselbe Situation, die wir jetzt hatten an der Kreuzung, wird er ja natürlich auch haben, ne? Das wird doch. Das wird komplett das falsch. Er. Und jetzt hat er es gemerkt. Natürlich hab ich jetzt. Hammer. Hast du jetzt als Clip gespeichert? Natürlich. Ab zu dem Bund, oder? Nee. Der hat die Kreuzung nicht kapiert. Der Rumäne. Ja. Hör mal, ja, der Rumäne, ne? Also er ist nicht ortskundig. Das jetzt hat das. Passiert. Ah, nein, nee. Gott sei Dank ist nichts passiert. Wie sollen sie noch ausschildern? Kann ja mal passieren. Nee, eigentlich nicht.
Da hat jemand jedenfalls kein Verständnis. Also, wenn man in eine Fremde rumfährt, dann kann das passieren. Ja. So, hier, weil das ja einige nicht auf Reihe kriegen. Das Schild da rechts. Rechts rum, wenn du der Vorfahrtsstraße folgen möchtest, musst du blinken. Wenn du geradeaus die Straße verlassen möchtest, das ist kein Linksabbiegen. Du verlässt die Straße geradeaus, dann musst du von hier aus nicht blinken. Oh, sehr schön. Sehr schön erklärt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, weil ganz, ganz viele das absolut falsch machen. Wenn sie der Vorfahrt folgen, blinken die nicht. Es wird geblinkt. Es ist ja ein Abbiegen, aber halt nur auf einer Vorfahrtsstraße. Ich wollte das nur noch mal schnell klargestellt haben, weil bei diesem Schild haben also wirklich viele Probleme. Also Fakt ist, beide machen es richtig, die blinken nicht. Der Bulli will aber jetzt ganz nach links und müsste da nicht blinken, trotzdem. Sehr schön, Kreuzungsbereich, dann nochmal schnell überholen. Ist ein sehr schönes Beispiel, warum man in Kreuzungsbereichen einfach nicht überholt. Dann ist dieses Überholmanöver hier total bescheuert. Ja, fast geknallt. Manche können halt irgendwie nicht begreifen, dass etwas zu Ende geht, weißt du? Was macht der denn jetzt? Hallo Julia, dann haben wir hier so feste Barken. Wie oft sehen wir denn in den Videos, dass die Sperrfläche gerne fürs Überholen noch benutzt wird, die sogenannte Königsspur? Kann auch mal passieren, dass man da jetzt hier so Eisendinger hier reinflackt. Dann wird es knapp und das sieht mir, wow, richtig knapp aus. Alter Schwede, da hat er sich, glaube ich, selber erschrocken. Kann man natürlich so machen, ist aber halt Rechnet damit. Nicht jede Sperrfläche ist befahrbar. Kann auf einmal so eine Barke auftauchen, die fest verankert ist. Ja, das ist wow. Ich will nicht wissen, wie viele von den Dingern schon hier umgefetzt wurden, weil irgendjemand dachte, na los, komm, ich benutze nochmal die Sperrfläche zum Überholen. Scheiße. Yeah. Scheiße, was packten die da jetzt auf dem Gehweg? Wow. Scheiße, Mann, Alter. Also von ganz links über die rechte Spur, um auf den Parkplatz zu kommen. Spontan, immer doof. Und dann kommen wir, huben, erschreckt sich die Person und muss ein bisschen gegenlenken. Also schafft sie nicht auf den Parkplatz drauf und muss sich jetzt hier hinstellen auf dem Fußgängerweg. Peinlich. Ja. Sie winkt da irgendwas rum. Besoffen oder was, Alter? Meine Fresse. Es hört sich zwar nicht so an, aber er sagt, die Scheibe wäre hoch gewesen und das hat ihr nicht gehört. Aber dass mir jetzt nicht die falschen Kommentare kommen, man darf innerorts rechts überholen. Ja, natürlich. Bis 3,5 Tonnen ist das völlig legitim. Ne? Und ich glaube, wir sind innerorts. Ja, genau. Was für ein Schietwetter. Aber ich soll euch ausrichten, ja, natürlich stand er voll auf der Bremse, aber so richtig passiert ist halt nichts, ne? Aber ganz ehrlich, wenn ich mir die Witterung jetzt hier so ansehe und dann unten auf die Kamharzer sehe, ist mir das ein bisschen zu schnell. Es ist mir ein bisschen zu schnell. Also ich würde jetzt hier mit meinem Fahrschüler maximal 30 fahren. Maximal. Maximal. War wohl glatt. Ja, pass auf. Bäm. Da rutschst du über die Fahrbahn wie mit einem Schlitten. Ja. So, möchten Sie den manuellen Notruf oder den Pannenruf wählen? Mann, jetzt blubbert einem das Auto auch noch zu. Wo ist denn der Knopf von wegen? Mann, lass mich doch erstmal einen Moment sortieren und mal gucken, was hier Phase ist, ja? Und dann können wir jemanden anrufen. 17.000 Euro Schaden, niemand verletzt. Die Unfallgegnerin war sehr nett, soll ich auch noch sagen. Manchmal ist das schön. Malte kennt die Regeln. Falls einer von euch nicht durchgestiegen ist, hier ist rechts vor links. Weißt du, die Sache mit dem Daumen, ne? Rechter Daumen, linker Daumen. Was? Was rede ich da? Ja. So, Malte hat die von rechts durchgelassen. Links kommt ein Bulli, macht ja nichts. Malte hat ja Vorfahrt. Ja, der Bulli hat gehupt. Malte macht die Scheibe runter. Hier ist rechts vor links. Hier ist rechts vor links. Das ist 30er-Zone. Ja, natürlich. Natürlich. Natürlich ist hier rechts vor links. Ich glaube schon, dass der Transporterfahrer das dann auch gecheckt hat und ihn trotzdem so peinlich war und hat gesagt, nee, ist nicht, nee, nee, und ist dann und fährt dann schnell weiter. Wenn es nicht beschildert ist, rechts vor links. Die Vorfahrtspyramide nennen wir das.
Die Grundregel, rechts vor links. Rechts vor links wird von Schildern aufgehoben. Schilder werden von der Ampel aufgehoben und die Ampel wird von dem Polizisten aufgehoben, der auf der Kreuzung steht und den Verkehr regelt. So, und haben wir keine Schilder, ist dort rechts vor links. Ob in der 30er-Zone, ob in der 50er-Zone, sogar in der 100er-Zone, völlig egal. So. Was? Was bitte? Da vorne ist 30er-Schild, Digga. Da vorne ist das 30er-Schild. 30er-Zone. Generell in der 30er-Zone rechts vor links. Es gibt vereinzelte Ausnahmen, die dann auch nochmal beschildert sind, wenn es ein bisschen zu gefährlich wird bei den Kreuzungen. Aber sonst generell 30er-Zone rechts vor links. Warum? Wo ist das 30er-Schild? Mann, da vorne ist das 30er-Schild aufgehoben. Die ist überall rechts vor links. Warum hupst du mich an, Mann? Junge, reg mich das auf. Merkt man gar nicht, dass es dich aufregt. Es gibt auch 50-Zonen, auch mit rechts vor links. Das Thema hatte ich letztens erst mit Horsi. In Industriegebieten kenne ich sowas gerne. Da nutze ich doch direkt mal meinen Werbeteaser, um genau so eine Stelle zu zeigen. Offensichtlich endet hier die 30-Zone an dieser Kreuzung. Das heißt, da vorne ist natürlich überall 50. Und ich habe Vorfahrt. Ganz genau. Das heißt ja nicht, dass du auf einer unterlegenen Fahrbahn bist. Anders ist es dann aber auch nicht geregelt. Kein Vorfahrt, kein Stoppschild, kein Vorfahrtgewehrenschild, gar nichts. Also rechts vor links. Oh, du Frechdachs! Und falls jetzt wie letztes Mal, als ich diesen Clip hier gezeigt habe, wieder einige Meter... Man hat nur keine Vorfahrt, wenn man aus einem verkehrsberuhigten Bereich kommt und eine 30-Zone... Oh, das müssen wir unterscheiden. 30er-Zone ist kein verkehrsberuhigter Bereich. Aus dem verkehrsberuhigten Bereich hat Horsi absolut recht. Gibt es kein rechts vor links oder gar nichts. Kommst du aus dem verkehrsberuhigten Bereich, musst du alle Vorfahrt, Vorrang gewähren, alle. Du bist wirklich der Letzte, der dann losfährt. 30er-Zone ist was ganz anderes, um Gottes Willen. Zone ist kein verkehrsberuhigter Bereich. Und um das Ganze noch zu komplettieren, auch innerhalb von einer 30-Zone können Kreuzungen sein, die kein rechts vor links haben, wie zum Beispiel diese hier. Wenn wir jetzt mal hier eine rechts vor links Situation nehmen, der würde uns hier ganz, ganz schwierig sehen, ne, wenn wir jetzt von rechts kommen. Er würde wegen dem Haus hier. Darum sagt man, pass auf, wir machen das anders. Ne? Wir stellen den Schild hin, weil die Kreuzung sehr unübersichtlich ist, müssen es halt hier in der 30er-Zone mit dem Schild klären. Und zusätzlich hier noch einen Spiegel hingehangen. Guck mal, hier mit der Hecke und so weiter. Also du siehst ja gar nichts. Ja? Ich kenne bei uns in französischen Buchholz, wenn ich da lang fahre, gibt es auch, aber wirklich die einzige Situation, die ich kenne, dass dort ebenfalls einer Kreuzung einmalige Vorfahrt ausgeschildert ist. Grundsätzlich mal rechts vor links in der 30er. Wir schüsseln hier mit 144 lang. Oh, Alter! Warum musste er denn jetzt rüberfahren? Puh, interessante Situation. Ich glaube nicht, dass er rüber auf die Linke wollte, um schneller in diesen Stau vorwärts zu kommen. Gehen wir doch mal anders ran. Überlegen wir doch mal, was wäre gewesen, also Mops Bomber fährt hier über 140 km/h auf den Stau zu. Was wäre denn gewesen, wenn der LKW jetzt nicht rüberzieht? Also was sieht er denn deutlicher? Den LKW, der jetzt rüberzieht oder das Stauende? Kann es nicht sein, dass der LKW-Fahrer ihn vielleicht, hier unserem Mopsbomber, gerade den Punkt gerettet hat, aber so richtig? Dass er gesehen hat, wie er angerauscht kommt und der LKW-Fahrer gesehen hat, Digga, da ist Stau und du kommst hier super schnell angefahren. Ich mach dir mal deutlich, dass du abbremsen musst. Und er zieht ja nicht komplett rüber, er zieht ja nur halb rüber und Mopsbomber bremst somit aus und fährt jetzt abgebremst genau in den Anfang des Staus. Hätte das noch ausgereicht, wenn er dieses Stauende erkannt hätte? Oder der LKW bremst Mopsbomber jetzt so aus, dass er genau mit der richtigen Geschwindigkeit am Stauanfang kommt? Wir schüsseln hier mit 144 lang. So, und hier ist schon der Stau. Hätte das Mopsbomber auch ohne LKW verstanden und rechtzeitig gebremst? Bei den LKW hat er sofort erkannt. Der zieht rüber, oh, ich muss. Hätte er genauso diesen Stau erkannt wie diesen LKW? Versteht ihr, was ich meine? Vielleicht mal aus dieser Sicht das Ganze mal betrachten.
So, Lieben, das war's wieder gewesen. Hervorragend, hat wieder mega, mega Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, natürlich liken, abonnieren, nette Kommentare drunter schreiben. Ich würde mich darüber wahnsinnig freuen. Sehr schön. Das war er. Ich bin raus. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Und das war's gewesen. Euer Fahrlehrer des Vertrauens. Ha! Wir sehen und hören uns.